Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Unbound. Quatsch! Forza Horizon 5. Ich hab vergessen, wie das Bumsding heißt. Rallye-Abenteuer! Zeug. Meine Güte. Wir starten heute mit den Straßen-Rallyes, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und mit dem GT3 RS als Rallye-Version. Schönes Auto. Fährt extrem gut. Den fahre ich meistens, wenn es irgendwie die Online-Sachen angeht. Dementsprechend weiß ich, dass der gut ist. Stopp. Vor uns liegt lange Geraden, Powerkurven und scharfe Kurven. Es gibt eine schöne Aussicht. Nicht extra dafür ab, du würdest mich sehr enttäuschen. Okay, Bruder. Du siegst mit Leichtigkeit. Nein, ich möchte auf keinen Fall auf unschlagbar stellen. Ich muss mal kurz gucken, ob ich Audio an habe. Ja, okay. Das Lied ist viel lauter als das Spiel. Egal. 5, 4, 3, 2, 1, los! Mit Launch Control, diesmal habe ich sogar gesehen, dass sie an war. Ich habe nur keine Ahnung, ob das überhaupt schlau war. So. Wir heizen jetzt mal schön hier mit den Straßen, über die Straßenrallyes. Wenn ich das richtig verstanden habe, dürften es auch nur Straßenrallyes sein eigentlich. Ja, wir sind nur Vierter. Oh Gott. Könnte daran liegen, dass ich einen scheiß Start hatte. Und auch gerade ein bisschen von der Musik verwirrt, muss ich zugeben. Die ist nämlich sehr laut für mich. Ich hoffe, die ist für euch nicht so laut. Ich verstehe auch nicht warum, sonst war die immer übel leise. Und ich habe, also die ist jetzt sogar wieder auf halber Lautstärke und nicht auf drei Viertel. Split. Schon mal Zweiter. Ich bin 1,6 Sekunden hinter Dennis. Okay. Das war extrem scheiße. Und das Auto sieht auf einmal auch extrem scheiße aus ohne Heckspoiler. Freddy sagt immer, von hinten sieht er so besser aus, von vorne sieht er so schlechter aus. Immer noch 1,4 hinten leider. Gut, dass das Spiel schon wollte, dass ich auch unschlagbar stelle. Wäre, glaube ich, total die gute Idee gewesen, auf jeden Fall. Schon mal nur noch 0,9. Wir holen langsam aber sicher auf. Das Problem ist, dass die Runde gleich zu Ende ist. Und dass ich hier mit Sicherheit keine 0,9 mehr rausgeholt habe, leider. Egal. Dann mache ich nochmal kurz ohne euch. 51,311. Ich muss das scheiß Ding leiser stellen, Alter. Ja, wir waren knapp eine Sekunde langsamer. So wird's für mich passen. Schade. Ich hoffe, wir kriegen trotzdem schon das nächste Rennen. Erstmal kriegen wir einen 2013er GR86, beziehungsweise GT86. Den GR86 gab's damals ja noch nicht. So, weg. Mit dem Dreck. Ich habe übrigens auf ein Viertel ungefähr runtergestellt. Kein neues. Okay, Bruder. Dann mache ich das nochmal kurz ohne euch. Bis gleich. Dreck. So, da bin ich wieder. Easy Game, Bruder. Hatte eine schlechte Stelle dabei, da habe ich knapp anderthalb Sekunden verloren, aber so war es jetzt nicht so schwer. Entspannte anderthalb Sekunden schneller als Dennis eben war. Und noch knapp als jetzt, also passt. Easy Game, Bruder, easy Game. Jetzt gib mir nicht nur eine Blitzerzone, Bruder, danke. Das ist nur ein Rennen, das ist sehr wenig. Ja, gucken wir mal kurz hin. Würde ich sagen. Ist jetzt unglücklich gleich in der Ecke. Plötzlich regnet's. Ich muss sagen, es regnet mir zu oft im Spiel. Ich bin nicht so der Regenfreund.
dann denke ich immer an Freddy, der gesagt hat, ja, in Horizon 4 hat es ja immer nur geregnet. Und denke mir so, in Horizon 4 hat es legitim noch nie geregnet. In Horizon 5 regnet es dauernd. Sehr traurig. Das wird auf keinen Fall 3 Sterne gewesen sein. Ne, es war 1 Stern, okay. Nicht, dass ich es getried hätte. Wir haben jetzt noch das große Lilane offen und das eine kleine Lilane. Das heißt, es wird noch eine Folge mit den... Ich habe vergessen, wie die Dinger heißen, geben. Allerdings erst... Das sind so die Abschlussfolgen für mich dann. Bis dahin mache ich die ganzen Blitzer und sowas fertig, beziehungsweise Drifts im Falle von den lilanen Grid Reapers. Grid Reapers, glaube ich. Und dann mache ich die Rennen und das große Rennen als Abschluss. Es gibt wohl auch wieder ein ganz langes Rennen. Bin jetzt noch nicht so begeistert davon. Aber egal. Nee, Rallye. Let's go. Ich hoffe, ihr findet das so gut, dass ich jetzt immer pro Part ein Auto nehme. Ich muss sagen, mir fehlen auch einen ganzen Haufen Rallye-Autos. Also im Spiel, nicht, dass ich sie nicht habe. Ja, ist okay. Ich hab sie schon wieder unterbrochen, sorry. Das war wieder mit Launch Control, glaube ich. Der Heli, muss ich sagen, sieht ein bisschen geskriptet aus. Der wirkt nicht so, als ob er mitfahren würde, sondern eher so, als ob er genau da ist, wo er vom Skript aus sein sollte. Der wirkt irgendwie nicht so ganz... Ja, wird komisch. Sagen wir es einfach so. So. Alter Schwede. Ich muss sagen, die Autos lenken mir immer noch deutlich zu wenig. Für das, was ich denken würde, dass sie lenken müssten. Aber sie lenken so viel besser als in Unbound. Party müsste für den vierten sein oder so. Ich muss jetzt langsam auch mal wieder ins Vorproduzieren kommen. Also ins harte Vorproduzieren. Ich bin ja im Mai 2 bis 3 Wochen weg. Dementsprechend brauche ich dafür natürlich Parts. Ich habe aktuell noch das Glück, dass man Need for Speed relativ gut aufnehmen kann. Und Forza natürlich auch. Crysis muss ich dann auch mal gucken. Ich denke, Crysis wird laufen, wenn ich im Urlaub bin. Und da möchte ich natürlich, dass dann auch durchgehend Parts kommen. Nicht so wie letztes Jahr, als ich auf Malle war. Okay. Da hatte ich ja leichte Probleme leider. Mit dem Aufgenommenen. Ich hatte zwar fertig hochgeladen, hatte aber sehr viele kurze Parts dabei und ich hatte das Ganze nicht eingestellt, wann die Veröffentlichung sein sollte. Das hat mir nicht so gut gefallen. Das habe ich dann nachhinein noch gemacht. Das war so natürlich nicht geplant. Da habe ich noch stundenlang nachts vorher aufgenommen, weil, kam dann plötzlich auch alles deutlich spontaner, als man so gedacht hat. Das möchte ich dieses Jahr verhindern. Und da wir dieses Jahr wahrscheinlich echte 2 bis 3 Wochen weg sind, nicht nur 2 Wochen definitiv, muss ich mal gucken. Ich habe hier gerade noch nebenbei den Upload-Plan offen, sehe ich gerade. Ich meine, wir haben noch knapp einen Monat Zeit, bis das ist. Aber in dem Monat bin ich... Also ich bin da auch schon ein paar Tage weg. Ich habe an neuen Rennen gearbeitet. Diesmal ist es schwieriger, aber du solltest damit kein Problem haben, oder? Wieso sollte ich damit ein Problem haben, Bruder? Ja, jetzt porte ich, aber die Strecke habe ich schon komplett erkundet. So, ich glaube, die Strecke eben hatte ich auch schon komplett erkundet, aber naja, was soll's. Ich denke, zwei Rennen könnten wir noch schaffen. Haben wir jetzt gerade 10 Minuten. Solo. Let's. Ich drücke. Danke. Ich habe ungefähr 12 Mal gedrückt vorher. Von daher, schauen wir mal. Ich weiß gerade aktuell nicht, was nach Crysis kommt. Ich hatte an Burnout Paradise gedacht. Weil Burnout habe ich ja schon mal gemacht. Musste ich abbrechen, weil es aussah wie ein Schuh. Wie ein Fuß. Ich habe schon wieder sie unterbrochen, ne? Sorry.
Ja, das sah halt aus wie ein Fuß damals, weil, boah, das ist doch bestimmt schon 6 Jahre her oder so. Da wusste man das mit dem Codec noch nicht so gut, dass man einfach auf 2K hochlädt, um den guten Codec zu kriegen. Und wenn das schon so lange her ist, könnte es auch sein, dass ich damals noch in der Hood gewohnt habe, wo Internet eher so nein war. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher. Ja, von dementsprechend wäre 2K auch einfach das Ende der Fahnenstange gewesen. Das wäre gar nicht möglich gewesen eigentlich. Heute könnte ich entspannt 4K aufnehmen. Also nein, aufnehmen könnte ich es nicht. Ich könnte es hochladen ohne Probleme. Okay. Okay, wir sind nicht so langsam gut. Das war der Abstand zu Freddy, den wir haben. Okay. Ich wollte gerade sagen, wie sollen wir das denn einholen? So, entspannt. 06, okay. Da sollte ich vielleicht nicht so viel auf die Zeit gucken, sondern mehr auf die Straße. Dann funktioniert das vielleicht besser. Jetzt höre ich übrigens die Musik wieder gar nicht. Also, nachdem da ein so ultra lautes Lied bei war, ist jetzt alles wieder leise. Und ich höre gar nichts. Und ja, ich habe bei Spotify den Lautstärkenausgleich an. Also, dass alle Lieder die gleiche Lautstärke haben sollten. Ganz komisch. Nicht schön auf jeden Fall. Außer natürlich Spotify hat sich irgendwann in den letzten 10 Jahren gedacht, oh nö, das machen wir mal aus. Das könnte selbstverständlich sein, das müsste ich mal nachgucken. Ich benutze Spotify halt schon ewig und stelle da eigentlich nie irgendwas um. 2,8 Sekunden, gemütlich. Ich muss sagen, die Rennen machen mir extrem viel Spaß. Ich habe gelesen, dass Badlands wohl ziemlich harte Kritik gekriegt hat, wo ich mir einfach nur so denke, Bruder, warum kriegt Badlands Kritik? Aber Hot Wheels hat damals, glaube ich, gar keine Kritik gekriegt. Hot Wheels ist das deutlich, deutlich schlechtere DLC. Das hat gar keinen Spaß gemacht. Das hier macht zumindest fahrerisch ziemlich viel Spaß. Ich meine, hier ist jetzt erst ein Auto bei gewesen, glaube ich. Beziehungsweise war hier überhaupt ein Auto bei? Weiß ich gerade gar nicht. Das ist auf jeden Fall Much. Aber also das deutlich bessere DLC ist auf jeden Fall Badlands. Sieht deutlich schöner aus, das ist nicht einfach nur Hot Wheels, das ist nicht so, also die Autos von Hot Wheels müssen einem halt gefallen und mir gefallen sie überhaupt nicht. Die Strecken bei Hot Wheels müssen einem gefallen und mir gefallen sie halt überhaupt nicht. Hot Wheels war einfach ein richtig schlechtes DLC. Das hätten sie sparen sollen und anständiges machen. Lego damals ein richtig geiles DLC in 4. Easy Game, Bruder. Gott, das schaffen wir heute auch noch, würde ich sagen. Wir haben nur 2 Minuten gebraucht. Zwei Rennen sogar. Schauen wir mal, ne? Ist keine 2 Rennen, ist nur 1 Rennen, okay. Wieso führt er mich nicht durch den Dreck? Sondern, okay. Ich hinterfrage das jetzt mal nicht. So. Keine Lust hinzufahren. Mach ich eh ohne euch die ganzen Fahrsachen, also. Kann ich es auch kurz so machen. Let's go! Lassen Sie mich fahren! Zack. Wenn wir das hier fertig haben, mache ich dann auch noch ein paar Blitzer und sowas. Also eigentlich nur Blitzer. Die mache ich mit dem Sesso, glaube ich. Hochgeschwindigkeits-Asphaltstrecke durch die Klippen. Lass dich nicht von der Felsbildkunst ablenken. Ich habe sie schon wieder nicht aus. Ich bin dumm, ey. Ich bin echt zu dumm zum Kacken, ey. Ich müsste mal gucken, ob Zucker, wie heißt das Spiel? Komm gerade nicht drauf. Mann, die Rallye-Spiele! Heißt die Grip? Nein! Dirt Rally, ob das einen Story-Modus hat, den könnte ich auch mal durchspielen. Hätte ich Bock drauf. Rallye sehe ich mich. Und dann eventuell auch mal wieder mit Lenkrad. Wäre das erste Spiel seit Shift 2 mit Lenkrad, glaube ich. Hätte ich Bock drauf, auch wenn das immer ein bisschen anstrengend aufzunehmen ist. Weil dann wahrscheinlich hier erstmal wieder monatelang ein Lenkrad auf dem Tisch steht. Ich muss sagen, das bevorzuge ich tatsächlich nicht so. Aber ich habe dann auch keine Lust, es jeden Abend wegzuräumen. Muss ich mal gucken.
Nee, gar nicht wahr. Nach Shift 2 kam Project Cars, das schlimmste Spiel, also eins der wenigen Projekte, die ich abgebrochen habe, weil es keinen Spaß gemacht hat. Ich glaube, das einzige Projekt, weil ich abgebrochen habe, weil es keinen Spaß gemacht hat. Okay. Alle anderen habe ich entweder abgebrochen, weil sie nicht funktioniert haben. Also spielerisch nicht funktioniert haben. Beziehungsweise aufnahmetechnisch nicht funktioniert haben. Und ich glaube, ich habe auch gar nicht so viele abgebrochen. Ich habe damals mal Super Meat Boy abgebrochen. Ich glaube, weil ich einfach keine Lust mehr auf Spielen hatte. Oder weil ich zu dem Zeitpunkt allgemein nicht mehr aufgenommen habe. Das habe ich aber nachträglich noch fertig gemacht. Oh, einen Rang verloren. Einen Rang verloren. Das war ziemlich schön. Lenk bloß nicht ein, kleines Auto. Du hast bei irgendwie 30 noch einen Wendekreis wie ein Gelenkbus. Ein Doppelgelenkbus aus Hamburg, genau. Meine Fresse, ey. Ehre genommen. Gar nicht mehr so schnell, wie ich gedacht habe. Junge, ist die Musik leise, Alter. So. Besser. Für mich zumindest. Ich hoffe, für euch auch. So. Da sind wir durch. Ära. Entspannt erster geworden, würde ich sagen. Wir haben noch 3 Minuten, da können wir mal ein paar Blitzer machen. Würde ich sagen. Neues Team zum Freischalten. Okay, es wird Zeit, auch noch beim letzten Team zu unterschreiben. Okay. Angenommen, wir wollten herausfinden, wer von uns schneller ist. Ich habe die perfekte Route gefunden. Aber ich würde natürlich darauf warten, dass du zuerst dein Selbstvertrauen und deinen Ruf aufbaust. How about you... halt die Fresse? Ich habe Zentimeter von Sierra Nueva auf dem Papier studiert und mir einen guten Teil davon angesehen. Das sind unsere ersten Etappen. Worauf wartest du? Los geht's! Ich warte darauf, dass du die Schnauze hältst. Das ist noch gesperrt. Das ist auch noch gesperrt. Dafür müssen wir wahrscheinlich erstmal alle Rennen machen, genau. Ne, Rang 8? Wir sind Rang 9. Ah, 8 Rennen gewinnen, okay. Das heißt, dafür müssen wir noch das letzte Rennen gewinnen, gut. Wie viel haben wir hier? Wir sind jetzt... Wir haben noch 3 Rennen noch. Oh, okay. Gut, wir machen jetzt trotzdem erstmal das Ding. Und ich möchte es einmal mit dem Auto hier versuchen. Okay, 3,57. Gut, ich tausche mal kurz das Auto, weil macht dann einfach mehr Spaß. Wo ist mein Lamborghini? Haunted, Haunted House? Zu Ende. Schade, gutes Lied. So, Lamborghini Estos Elemento. Und dann wollte ich nochmal kurz hier gucken. Weil wir haben den ganzen Arsch voll Sachen gekriegt, ne? 3 zumindest. Ehre. Wir schauen mal, wie schnell man hier sein kann. Falsche Richtung, Bruder. Warte mal, ich port mal kurz hier hin und dann fahren wir mal rein. Was sollte jetzt besser funktionieren? Dann machen wir noch so 2, würde ich sagen. Wobei, nee, da machen wir einfach im nächsten Part welche von, weil ich ja im letzten Part das große Rennen und das Dingens mache. Das, meine Güte, fahr doch bitte. Das große Rennen und das davor mache. Du hast 3,44 reicht absolut.
ausreichend, würde ich sagen. 160 in der Blitzerzone, okay. Könnte man auch nochmal ausprobieren. Das letzte hat wahrscheinlich Sprünge und hier diese Verfolgungsdinger, ne? Also diese, Mann, ich hab vergessen, wie sie heißen. Auf Zeit von A nach B fahren. Quasi ein Rennen, nur halt auf der Karte. Guten Tag. Ich nehme mal ein bisschen Anlauf. Zumindest. So, und das ist dann das Letzte, was wir heute tun. Und dann lade ich den Part schon mal hoch. So. Nee, da fliege ich komplett raus. Schade. Boah, ist das schlecht, Alter. 150 knapp. Das werden wir nicht geschafft haben, ne? Ne. Wie viel brauchen wir? Ja, okay. Verpiss dich. Die Leute bezeichnen Apex Predators als professionelles Elite-Rennteam. Vielleicht sollten wir ihnen zeigen, dass wir auch gut drauf sind. Überlass das mir. Ich habe eine Idee. Alejandra, halt die Schnauze bitte. 160 sogar, okay. Da hast du 20 km mehr als ich hatte. Ich denke, das wird mit dem Rallye-Auto deutlich einfacher sein. Okay, Bruder, ich springe hier komplett durch die Gegend. Ich schätze mal, Freddy hat das in seinem Offroad. War es ein Jesko? Gemacht. ...157, schade. Aber egal. Gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!